Yeah, Buddy! Es ist endlich wieder Wochenende, meine Lieben, und ich nehme das Ganze jetzt sogar echt am Morgen auf. Also jetzt ist es Samstagmorgens, in 2 Stunden kommt das Video online. Und der Grund dafür ist, dass wir gestern habe ich erstmal viel Ranked gespielt und danach sind wir zu bekannten Feiern gegangen. Und ich habe echt gut gefeiert. Ich habe es mir gut gehen lassen, gut gegessen, gut getrunken. Und ja, dementsprechend klingt vielleicht meine Stimme auch heute Morgen noch ein bisschen anders. Man muss sich halt mal was gönnen, was wir mal machen. Auf jeden Fall wollte ich euch in dieser Folge jetzt endlich Wochenende einen Rückblick geben, wie es in Berlin war und wie mir persönlich Berlin gefallen hat. Und erstmal als Gesamtfazit, ich finde, Berlin ist definitiv eine Reise wert. Also wir haben ein Busunternehmen genommen. Also nicht das ganze Unternehmen, wir haben uns halt mit dem Bus sind wir rübergefahren. Das hat dann ungefähr 3,5 Stunden gedauert und dann nochmal mit dem Bus zurück, auch wieder ungefähr 3,5 Stunden. Und 3,5 Stunden ist echt okay. Ich bin schon nach Polen halt, wenn ich Familie besuche, fahre ich auch ab und zu mal mit dem Bus. Und das dauert dann dementsprechend länger. Also man fährt dann die ganze Nacht. Meistens fahren die Busse so, dass man abends losfährt und dann erst am nächsten Morgen wieder da ist. Also man muss mit 13, 12, 13 Stunden rechnen, je nachdem, wo natürlich in Polen man hin will. Ja, ich will dann meistens nach Danzig, nach Warschau. Ja, und wo ich natürlich jetzt von Berlin spreche, ich war schon in vielen anderen schönen Großstädten, aber ich habe noch nie eine schönere Stadt gesehen als Berlin. Ich muss das so sagen. Die deutsche Hauptstadt, unsere Hauptstadt ist die schönste. Und ich war natürlich in wunderbaren Gegenden auch. Also Berlin hat natürlich auch seine Gegenden, die nicht so schön sind. Das hat natürlich jede Stadt. Aber ich war in Tegel. In Tegel am Tegeler See. Und dann war ich natürlich dann nur in der Innenstadt. Also Reichstag, einfach die Brandenburger Tor. Und bevor ich jetzt hier erstmal weiter erzähle, will ich euch ein bisschen was zeigen, zumindest das, was ich aufgenommen habe. Das ist jetzt nicht unbedingt, ich habe jetzt nicht das Brandenburger Tor oder so für euch. Das könnt ihr euch dann selber anschauen oder im Internet einfach googeln. Aber ich habe natürlich auch, als ich in Berlin war, 2 kleine Filmchen für euch, die zeige ich jetzt hintereinander. Ich hoffe, euch gefallen sie und dann geht's auch schon weiter. So, wir sind jetzt in Berlin angekommen und wir haben jetzt erstmal schön vietnamesisch gegessen. Ich war schon richtig überrascht über die große Portion, aber Berlin ist auch relativ günstig, habe ich mir zumindest sagen lassen, was das Feiern anbelangt und was das Essen anbelangt. Also wir haben uns jetzt vietnamesisch gegönnt. Es war eine richtig schöne Riesenportion. Wir sind jetzt satt. Haben hier schön an einem kleinen Café erstmal eine heiße Schokolade uns geholt und sind jetzt hier am Tegeler See. Und wahrscheinlich machen wir gleich nochmal eine kleine Sightseeing-Tour hier mit einem Boot. Und ja, ich habe dann natürlich 2 Tage lang jetzt LOL-Entzug, weil ich es nicht schaffe zu zocken. Aber was soll's, so ist das nun mal. Man muss ja auch ein bisschen ins Real Life finden. Und ich wünsche euch natürlich ein schönes Wochenende, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, ihr Lieben, es ist Teil 2 unseres Berlin-Trips. Wir haben jetzt das Brandenburger Tor besucht. Ein richtig geiler Ort auf jeden Fall. Eine richtig geile Location. Muss man mal gesehen haben. Ich meine, es ist die Berliner Hauptstadt. Und als zweites, wir haben eine kleine Kreuzfahrt gemacht über den Tegeler See. Absolut klasse. Kann ich nur empfehlen. Wir hatten richtig schönes Wetter und wir hatten auf jeden Fall mega Glück. Denn immer wenn es geregnet hat, waren wir irgendwo drin. Und Berlin ist auf jeden Fall ein Ort, der lohnt sich, gerade wenn man in Deutschland lebt. Man muss ihn mal gesehen haben, die Hauptstadt von Deutschland. Das ist genauso wie wir kommen aus Polen und wir haben natürlich auch Warschau besucht. Das gehört dazu. Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Leben in Berlin ein bisschen günstiger ist. Also nur bezogen auf, wenn man jetzt in Lidl, in Rewe, wenn man zum Beispiel in Cafés geht. Wir haben zum Beispiel für ein Bier jetzt bezahlt 3,50 € für einen Bananenweizen. Und eigentlich so in Hannover haben wir zum Beispiel 4, 4,50 €, manchmal sogar 5 Euro. Die Clubs haben, habe ich mir sagen lassen, fast immer kostenlosen Eintritt. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Schreibt bitte auch in die Kommentare, wenn ihr mehr von solchen Trips sehen wollt, mehr von meinem Privatleben, mehr was ich so unternehme. Auf jeden Fall kann ich sagen, Berlin ist eine Hammerstadt, es lohnt sich und ich trinke jetzt erstmal ein auf die Community und auf die Geilo Family. Also Leute, Prost und ich wünsche euch natürlich ein mega geiles Wochenende. Auf euch. So.
Das war also mein Eindruck von Berlin. Also ich muss wirklich sagen, Berlin, klasse, Daumen hoch. Mich hat es überrascht. Ich war damals mit der Schulklasse da. Ich glaube, das ist ja auch so ein Standardausflug, dass man mal nach Berlin fährt mit der Schule. Und insgesamt, ich hab damals halt auch meine Eindrücke gesammelt, aber vieles vergessen. So ist das ja. Und jetzt habe ich diesen Eindruck absolut auffrischen können. Berlin ist klasse. 2, 3 Monate wird es dauern. Und dann fahre ich auf jeden Fall wieder nach Berlin, wieder die Bekannten besuchen. Dann werden wir uns sogar 2 Tage gönnen, weil ich einfach selber festgestellt habe, 3 Stunden, 4 Stunden sind wir irgendwie in der Berlin-Innenstadt ein bisschen rumspaziert. Das reicht auf keinen Fall. Diese Stadt ist riesig und auch die Gebäude, das mag ich besonders an Berlin. Zum Beispiel, wir kommen ja aus Hannover. Und Hannover, habe ich das Gefühl, ist alles so geradlinig, eckig, kantig. Und in Berlin gibt es einfach an den Gebäuden, besonders an historischen Gebäuden oder an neuen Bauwerken, die sind erstmal sehr, sehr groß, richtig pompös, also haben auf mich einen guten Eindruck gemacht. Und die haben halt zusätzliche Elemente, die man eigentlich allein vom Gebäude her gar nicht bräuchte. Aber naja, vielleicht hätte ich Architekt werden sollen, wie Ted Mosby. Aber das lassen wir. Ja, und jetzt komme ich zur zweiten Geschichte. Ich weiß nicht, ob alle von euch mein Wohlibär-Video gesehen haben, aber da musste ich ja ganz kurz raus zur Tür, weil mir der Tunnelblick geliefert wurde. Das ist ein Pre-Workout-Booster. Sowas benutze ich ganz gerne, wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Das kann ich auch absolut empfehlen. Also generell erstmal Booster kann ich absolut empfehlen, weil es ist einfach geil, wenn man im Training 120% geben kann. Diese Booster sorgen dafür, dass ihr wirklich die volle Power abrufen könnt. Und wer mich kennt, volle Power ist mein zweiter Name. Und ich werde auch heute noch ins Fitnessstudio gehen. Wie gesagt, ich habe gestern ein bisschen gefeiert. Ich muss jetzt gleich nochmal frühstücken und ich lade das Video nochmal für euch hoch und bearbeite das. Aber ja, dieser Tunnelblick, der ist ja von Misha Jahn jetzt, Patrick Reiser. Wer die nicht kennt, einfach mal auch bei YouTube oder bei Google eingeben. Das sind ja so Schweizer Natural Bodybuilder. Und hier habe ich eine Aufforderung an Misha, an Patrick. Wenn einer von euch das seht, ich schaue euch übrigens regelmäßig, weil ich es echt klasse finde, was ihr macht, aber wenn einer von euch das seht, vielleicht machen wir ja sowas mal in Deutschland. Bodybuilder meets Gamer. Ja, ich kenne mich ja auch ein bisschen aus, also man kann sich sogar da austauschen. Ich habe natürlich auch meinen eigenen Eindruck vom Tunnelblick. Ich finde ihn klasse. Ich habe jetzt Wassermelone als Geschmack. Ich finde auch vor allen Dingen den Geschmack sehr, sehr gut. Also mir gefällt Wassermelone sehr gut. Ich habe jetzt von den Jungs gehört, da gibt es jetzt noch Apfel. Und ja, heute, ich nehme 2 Scoops, das ist die empfohlene Tagesmenge. Das soll jetzt gar keine Werbung sein. Es geht einfach darum, ich gebe euch meinen Eindruck von meiner Woche, was Neues passiert ist und also. Aber wenn Patrick oder Misha, wenn einer von euch hier reinschaut, ah, vielleicht geht da was. Vielleicht können wir für die YouTube-Gemeinde einmal sowas machen. Ihr zockt und ich trainiere. Naja. So, zurück zu League of Legends und zu Minecraft auf jeden Fall. Das Minecraft-Projekt läuft ja weiterhin. Ich werde jetzt in den nächsten Folgen, die jetzt also in der kommenden Woche kommen, da werde ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich Futter finde. Also die nächste Folge werde ich irgendwie Schweine- und Hühnerschlachten nennen oder so. Also ich brauche ja auf jeden Fall was zu essen. Ihr habt ja gesehen, ich habe nur noch diesen halben Balken und sprinten kann ich dadurch auch nicht. Das wusste ich auch nicht, aber eure Kommentare sind das, was mir perfekt hilft. Also ohne die Kommentare würde ich zwar auch zurechtkommen, aber dann müsste ich mich selber informieren und dann könnte ich auch Kev fragen, aber darum geht es mir nicht. Dieses Projekt ist wirklich, ich bin absoluter Anfänger, absoluter Noob und mit eurer Hilfe, wir gemeinsam schaffen das, dass ich hier ein bisschen mehr Minecraft-Wissen habe. Es macht mir auf jeden Fall Riesenspaß. Ich liebe Minecraft jetzt schon und ich nehme wirklich jede Sekunde, die ich zocke, für euch auf. Ich glaube, es sind jetzt 6 Folgen. Das heißt, 6 Folgen mal circa 15 Minuten. Das heißt, ich bin jetzt seit 1,5 Stunden in meinem Leben spiele ich Minecraft. Und ich finde es auch super, dass keiner flamed, weil wenn ihr euch zurückversetzt, wahrscheinlich in eure ersten 1,5 Stunden, dann sah das vielleicht ähnlich aus. Oder ihr habt euch schon vorher irgendwo schlau gemacht. Naja, und bei League of Legends, ich habe ganz, ganz viel Ranked gezockt. Und da muss ich auf jeden Fall was zu sagen. Das ist mir besonders jetzt aufgefallen, weil ich hatte vor kurzem wieder so einen richtig schönen Winning-Streak. Also irgendwie 10 Ranked in Folge gewonnen.
Und jetzt habe ich die letzten 4 oder 5 Ranks wieder hintereinander verloren. Und insgesamt ist es so, das will ich auch, das ist auch so ein kleiner Appell an euch, dass man sich da nicht sagt, ey, scheiße, Ranked ist echt, es ist zum Kotzen. Manchmal ist es das, ich weiß das. Und manchmal hat man auch keinen Bock, immer seine Main Champs zu spielen. Auch das weiß ich. Manchmal will man halt was Neues probieren, die Herausforderung annehmen, dass man halt einen Champion nimmt, den man vielleicht nicht ganz so gut kann. Aber den, ja, und dann gegen einen Gegner, der halt seinen Champion maint. Und das ist natürlich eine tolle Herausforderung. Ich nehme solche gerne an, aber das sorgt dann halt auch dafür, dass man manchmal im Ranked. Also ich bin der Meinung, wenn man immer seinen Main Champ spielt und immer natürlich dann auch seine beste Leistung abrufen kann, also da wäre bei vielen von uns, bei mir, bei vielen von euch bestimmt noch mehr drin. Aber ganz ehrlich, Gaming soll Spaß machen. Und mir macht es Spaß, halt auch mal einen außergewöhnlichen Pick zu nehmen. Und mein Appell an euch ist einfach da, ein bisschen Geduld zu haben. Weil im Endeffekt von was die Gegner für eine Elo haben, was ihr für eine Elo habt, das wird immer, oder euer Team, das wird immer irgendwo ausgeglichen bleiben. Und nur ihr mit eurer Leistung könnt das rausreißen. Das heißt aber auch, wenn mal ein AFKler bei euch ist oder zwei oder drei sogar, drei Games hintereinander und ihr sagt, ey, es ist wieder absolut zum Kotzen, dann ich verspreche euch auf jeden Fall, es wird so sein, weil es einfach nur Mathematik ist. Alles nur Mathematik. Vielleicht kennt ihr den auch. Das heißt, Riot wird das immer ausgleichen. Also ihr werdet so viele gute Spiele haben, so viele schlechte. Und wenn ich halt jetzt 10 hintereinander verloren habe, dann ist es möglich, dass ich die nächsten 10 hintereinander gewinne. Es wird auf lange Sicht ausgeglichen sein. Und deshalb gibt es keine Elo-Hell. Wer meint, es gibt eine Elo-Hell? Nein, die gibt's nicht. Denn immer, wenn ihr in dieser Hölle seid, dann sind die Gegner auch in dieser Hölle. Über kurz oder lang. Halt von der Mathematik wieder her gesehen. Das heißt, ihr mit eurer Leistung und wieder dieser Tipp, den ich immer wieder gebe, in vielen Videos schon gegeben habe, sucht euch einen Mate. Denn der Mate sorgt dafür, dass ihr nicht nur alleine die Möglichkeit habt, euch aus dieser Hölle bzw. aus eurem Elo rauszucarryen, sondern ihr habt noch eine starke Schulter bei euch. Ihr habt jemanden, der halt, ihr müsst euch halt einen guten Mate suchen. Das ist die Aufgabe. Aber man lernt ja viele Leute bei League of Legends kennen. Und wieso nicht mal, wenn man Ranked spielt und mit jemandem spielt, der echt klasse, klasse ist und den noch nicht in der Freundesliste hat, wieso den nicht anschreiben? Man hat ja danach noch die Möglichkeit, mit den Leuten zu chatten und zu sagen, ey, ich finde, du hast klasse gespielt. Wenn ihr selbst auch eine gute Performance gemacht habt, dann einfach mal sagen, ey, wollen wir vielleicht zusammen was machen? Lass uns doch Freundschaftsanfragen verschicken, die natürlich auch annehmen. Und dann einfach gemeinsam Rank zocken. Und so kann man sich immer weiter verbessern und auch vor allem seinen Freundeskreis in League of Legends erweitern. Und wer vielleicht, ja, dazu schüchtern ist oder sich nicht traut, Leute, Povrot TV, der Chat, da sind meistens um die 200 Leute, 150, 200 Leute online und sucht euch da wen aus. Ihr könnt ja gucken, was für Elo die Leute haben und dann sucht ihr euch genau den richtigen aus. Und wir sind Community, wir sind gemeinsam stark und wir müssen uns auch gemeinsam unterstützen. Mein Appell, weniger Flame und auf jeden Fall Geduld haben im Ranked. Ja, und wir neigen uns so langsam zu Ende. Meine Woche war also sehr, sehr aktiv. Ich habe euch die Berlin-Eindrücke gezeigt. Ich habe hier einen Booster mit der Aufforderung an die zwei Natural Bodybuilder aus der Schweiz. Und ja, morgen habe ich für euch wieder ein neues Champion-Konzept. Ich freue mich richtig drauf. Ich werde es jetzt gleich noch aufnehmen. Ich habe es mir aber auch gerade nochmal angeguckt. Es wird Kel'Zar sein, der sich aus der Asche erhob. Ein Champion, der mit dem Feuer arbeitet. Ein Champion, der ADC sein kann, aber auch Magier, also auf jeden Fall ein Fernkämpfer. Ihr werdet wieder entscheiden, in welche Lane er am besten passt. ADC, Mitte. Morgen gibt es dann das Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Es ist endlich Wochenende. Ein paar von euch haben auch noch ein bisschen Ferien. Bei ein paar von euch ist es, glaube ich, schon vorbei. Lasst euch nicht hängen, Leute. Wir gemeinsam geben Vollgas. Volle Power. Yeah, Buddy!